Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen liebe Leute zu Flotsam, einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Das ist jetzt sehr spontan entstanden, diese Let's Play-Idee. Denn ich habe eine Key bekommen, danke an die Entwickler / Publisher. Wollte eigentlich im Weiterspielen machen, so ich das meistens mache, aber es hat mich gleich in den Bann gezogen. Und das, obwohl ich gar nicht so viel erwartet habe vom Spiel, bin aber wirklich sehr positiv überrascht. Auf Steam auch die Leute zu 74-76%. 2000 Leute circa Rezensionen abgegeben, September 2019 war Release und es kostet 23 Euro regulär auf Steam vom Entwickler Pajama Llama Games, okay, ja, Llama sind ja fast schon Meme-Tiere und Pajama klingt nach Pyjama irgendwie. Whatever. Na gut, wir schauen uns mal das süße Spielchen an. Und das ist ein Survival-Slash-Aufbauspiel. Und ich suche eigentlich in letzter Zeit schon öfter mal wieder ein cooles Aufbauspiel, was mich fesselt. Und bin, wie gesagt, dann darauf gestoßen. Dachte, hey, sieht ja irgendwie ganz cool aus. Und habe jetzt schon mal ein bisschen was gezockt. Bin am Tag 5. Aber für das Let's Play fangen wir natürlich von vorne an. Ich weiß noch nicht, wie lang das Let's Play dauern wird, wie viele Folgen es davon geben wird. Dann lasse ich mich einfach mal überraschen und schau mal, wie lange ich Zeit und Bock habe und wie lange ihr Zeit und Bock habt und mit dabei seid. Das Spiel ist noch nicht fertig released. Wir sehen Early Access 016. Sie arbeiten aber fleißig am Game. Ich habe mal Deutsch eingestellt. Das gibt schon. Es ist aber noch nicht wirklich perfekt übersetzt. Also viele Sachen fehlen noch. Ich habe mal Bewegungsempfindlichkeit und Rotationsempfindlichkeit hochgestellt. Das ist, merkt man gar nicht eigentlich. Also, okay, ich habe es trotzdem mal hochgestellt. UI Scale, super praktisch, dass es da die Möglichkeit gibt. Super geil. Grafikqualität, ja, komm, auf sehr hoch werden wir es aber auch noch raufballern. Das gönnen wir uns auch noch. Wir wollen ja, dass das hübsch ausschaut. Haben wir Ultra auch noch oder zerfetzt dann wieder die Grafikkarte? Wir werden es rausfinden. Musiklautstärke habe ich so ein bisschen angepasst. Ich möchte aber auch, dass ihr diese geile Musik im Hintergrund hört. Mit SFX, mit dem schönen Wasser. Nette Musik. Ja, kann gerne so aktiviert bleiben. Werde ich mal dann im Auge behalten, ob das irgendwie stört oder ganz cool ist. Okay, liebe Leute. Dann schauen wir doch mal rein. Wir gehen in ein neues Spiel. Und jetzt wird uns die Frage gestellt, ob wir Handmade oder Prozedural haben wollen. Handmade gibt es nur eine und Prozedural wird halt dann einfach erstellt und generiert. Ist halt dann nicht dieses hundertprozentig perfekte Experience-Dingens. Aber ich finde es cool, dass es diese Möglichkeit gibt. Eine schöne Handmade-Welt oder Prozedural. Und ich bin immer so ein Prozedural-Fan. Deswegen nehme ich das. Und jetzt, das erinnert doch so ein bisschen an RimWorld. Wir haben nämlich hier jetzt verschiedene Leute und können denen dann verschiedene, oder können die quasi rerollen. Also können jetzt sagen, hey, ich mag nicht, dass Slushy mit dabei ist und würde da jetzt einen anderen reingeben. Ja, könnte man sogar machen. Und ich kann dann noch sagen, er soll sich spezialisieren auf manche Sachen oder es soll einfach zufällig sein. Wir sehen dann auch, dann ändert sich das Outfit. Dann haben wir Kockel, der ist plötzlich gut in Leichtathletik. Da gibt es noch keine Übersetzung, also nicht von dem ersten Absatz, vom zweiten, vom dritten schon, vom vierten wieder nicht. Aber man kriegt ein grobes Gefühl, Leichtathletik und Bergung. Und wir sehen, Laufgeschwindigkeit und Schwimmgeschwindigkeit ist erhöht. Das heißt, das ist so einer, der holt uns quasi die Güter an Bord. Flotsam ist ein Spiel, wo man auf einem Floß, sag ich mal, auf einem größeren Floß, auf einem kleinen Schiff in der Postapokalypse herumtreibt und einfach Güter zusammensammeln muss, um so seine Base zu bauen und nebenbei ein bisschen aufzubauen.
Aber wir werden eh noch dazu kommen. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich das offscreen machen soll oder ob ich euch da mitnehmen soll. Wir können entweder sagen random reroll oder wir sagen, er soll auf irgendwas Besonderes achten. Konstruktion, Crafting. Ich weiß nicht genau, wo der Unterschied zwischen Konstruktion und Crafting liegt, um ehrlich zu sein. Angeln wäre, glaube ich, eine Geschichte. Ich glaube, Angeln ist super, super für den Anfang. Und wir sehen Pre-Flood, das heißt vor der Überschwemmung, bevor diese Apokalypse hereingebrochen ist und das Land überschwemmt hat, also Holland vielleicht oder Miami, da könnte das spielen. Und wir sehen dann, Konstruktion und Angeln ist schon mal plus 3. Fishing Speed erhöht sich und Angeln auch nochmal 2. Das heißt, es gibt doch mal, auch wenn da steht plus 0%, aber da sieht man nochmal, wie schnell er das quasi lernen kann, wie es bei RimWorld war mit den Flammen. So eine kleine Flamme heißt, er lernt so ein bisschen. Keine Flamme heißt, er lernt es, glaube ich, gar nicht. Und die Riesenflamme war halt, er ist super geil darin und er lernt das sehr schnell. Ja, sieht lustig aus, der Typ da. Wäre, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Wir können natürlich alternativ hier auch nochmal auf Angeln setzen und uns dann einfach den Besten rausholen. Na, Angeln und Bergen? Maybe. Wobei, ich bräuchte fast einen eigenen Berger. Berger. Konstruktion, Angeln, Angeln. Sehen eigentlich genau gleich aus, oder? Außer, dass die noch ein Brett in ihren Hüften drinnen hat. Das sieht vielleicht ein bisschen strange aus, wenn ihr mich fragt. Konstruktion, Kochen, Angeln, das ist sehr random generated. Angeln und Bergen, Konstruktion und Bergen, da ist nichts von Angeln dabei. Da haben wir Angeln plus 5 und Angeln und Bergen lernt er. Die Nase ist ja mal der Hammer von ihm. Die Captain. Die Captain klingt doch eigentlich mal nach einem coolen Charakter. Der war mal Influencer. Ja, so schaut auch aus. Leichtathletik war die Laufgeschwindigkeit. Leichtathletik wäre super fürs Bergen. Oh, vielleicht finde ich da jemanden, der richtig gut im Bergen ist und Leichtathletik hat. So, ich bin wieder da. Ich habe jetzt doch einen kleinen Cut lieber gemacht, denn ich habe da jetzt ein bisschen herumexperimentiert und geschaut, ob ich da jetzt auf eine Combo komme, mit der ich zufrieden bin. Und das ist jetzt der Fall. Wir haben Rubbish, Monsieur Treib und Coral Jetsam. Wir haben Rubbish, die ist spezialisiert auf Angeln, das liegt ihr ganz gut. Nebenbei kann sie noch bergen und bei der Konstruktion ist sie auch mit dabei. Das heißt, sie hat bei der Konstruktion schon mal mehr Construction Speed und Deconstruction Speed. Und beim Angeln haben wir eine erhöhte Fishing-Schnelligkeit. Weil das ist ein Task, der ziemlich langsam geht, finde ich ganz gut. Fishing Speed und Moral und Bergung. Dann haben wir den Polo-Wasserspieler, der hielt gleichzeitig einen Meisterschaftstitel im Volleyball und Wasserball. Behauptet, die Sportarten seien im Grunde das gleiche. Und Leichtathletik kann der gut. Laufgeschwindigkeit und Schwimmgeschwindigkeit sind bei dem top. Das heißt, er kommt schnell von den Tasks zu den anderen Tasks. Und dann haben wir noch, er ist Wracktaucher offenbar. Das heißt, die Leichtathletik und die Bergung haben bei ihm einen Pluspunkt. Und dann haben wir noch sie. Sie ist Konstrukteur und Crafting. Da weiß ich noch nicht genau den Unterschied. Okay, das eine ist mit Workshop, das andere mit generell Buildings hochzuziehen. Ja, das ist auf jeden Fall, ich glaube Crafting ist besser in dem Fall, weil es häufiger der Fall ist. Hat auf jeden Fall auf Konstruktion und Crafting schon mal einen Bonus und lernt auch Crafting gut. Das gefällt ihr, da hat sie einen
positiven Nebeneffekt und Liquids, ja, war noch dabei. Dann nehmen wir die einfach mal. Rubbish, Monsieur, Treib und Coral Chetsam. Wie nennen wir unsere Stadt? Ja, wie nennen wir es denn? Valvoria zum Beispiel. Valvoria, ja, ich glaube, das passt ganz gut. Starte unser Abenteuer. Tada! Und das ist es. Das ist unser schickes Schiff. Yep. So sieht's aus. Und da haben wir auch schon gleich ein bisschen Treibgut. Wir sehen unser Bötchen Valvoria, der Stadtkern. dann sehen wir die ganzen Geschichten, die wir an Bord haben. Wir haben da im Moment nur Nahrung und Wasser. Elektrizität haben wir auf der rechten Seite. Das sind die verschiedenen Bauoptionen, die es gibt. Im Laufe der Zeit werden wir die herausfinden oder Sammeloptionen, könnte man sagen. Dann haben wir hier unten die Möglichkeit, eine Schwimmboje zu errichten. Und wir sehen hier schon allerlei Treibgut. Ich werde das Ganze mal auf den größten oder einen großen Modus hinaufschieben. Hier seht ihr jetzt nämlich einen riesen Radius und innerhalb von dem werden wir jetzt uns einfach mal verteilen. Eine Boje und dann kann ich sagen, ich weise zwei Leute zum Beispiel zu und die sollen in der Zeit erstmal, ich könnte sogar alle drei hinzuweisen, die sollen in der Bojenmarkierung, die ich hier für sie errichtet habe, erstmal suchen nach Items und wir wissen schon, was rauskommen wird, sind 38 Plastikmüll und 3 Floater, das haben wir mal eben so gezählt vom Board aus und da habe ich schon gesehen, ei, alles klar, da haben wir so und so viel Plastikteile und Floater. Das wird dann alles hier gestaut. Ja, ich würde sagen, da schauen wir gleich mal zu. Das sieht nämlich super geil aus, wie die gleich mal reinflanschen da ins Wasser. Und wir sehen dann schon, dann schwimmen sie vorbei und nehmen diese Sachen auf. Diese Unterwasserstadt ist, glaube ich, nur zur Deko da. Ich glaube nicht, dass man mit der irgendwas machen kann. Maybe im späteren Spielverlauf. Aber erstmal sollte das nur Deko sein. Genau, und wir können auch ein bisschen rauszoomen dann und können uns anschauen, innerhalb von welchem Radius wir da agieren können. Ich kann mal nochmal schauen, ob wir da noch irgendwas vergessen haben. Wir können uns jetzt quasi innerhalb von diesem Kreis, von dem großen Kreis hier bewegen. Und wenn wir weiter rauszoomen, kommen wir auf die große Weltkarte. Die schaut so aus, da haben wir noch nicht viel aufgedeckt. Das heißt, wir wissen noch nicht, was sich wo befinden wird. Können dann aber auch dorthin reisen, um weitere Sachen zu entdecken. Wir sehen im Moment einen Highway zum Beispiel. Dann haben wir hier ein paar Plastikbottles. Einen Wald. Da haben wir Fische für Nahrung. Da haben wir ein bisschen Holz. Da haben wir auch noch einen Wald. Und das Ganze kann man sich dann auch noch auf der Karte anschauen. Soweit man halt auf der Vorschau-Map sieht, sieht man auch hier. Da wird man dann sehen, okay, da hinten ist wohl noch irgendwie ein cooler, eine coole Location. Da kommen wir aber noch nicht hin oder nicht von unserem jetzigen Standpunkt aus, sagen wir es so. So, alle drei Leute, die wir haben, Rubbish, Monsieur Treib und Coral Chetsam, sind zurückgekehrt. Der Salvage-Marker wurde fully salvaged, das heißt, da haben wir alles abgegrast. Genau, dann können wir uns noch unsere Leute anschauen und sehen dann, Rubbish steht hier, hat eine neue Community gefunden, das heißt, ist voll happy, dass sie jetzt an Bord der Valvoria ist und mit den anderen beiden Hanseln rumläuft. Sie ist ein bisschen nass, weil sie schwimmen hat müssen, das taugt ja nicht ganz so gut, aber hey, die Community entschädigt sie, deswegen ist sie mit plus 5 gut dabei. Sie dreht gerade Däumchen, macht gerade also nichts. Dann haben wir hier ihre Statistik mit ihren Werten, Konstruktion und Angeln ist bei ihr schon mal auf 3, das haben wir voreingestellt und ein Bonus beim Lernen gibt es auf Angeln und Bergen. Sie hat diese Story, die haben wir uns auch schon vorher angeschaut, könnte man da noch einmal nachschauen.
Will mal schauen, kann ich sie auch umbenennen? Sie ist unsere Angel-Lady, ne? Rubbish. Da passt aber Fischi besser. So. Monsieur Treibt, das ist der Leichtathlet, der eigentlich eh schwimmen sollte. Das heißt, der sammelt Treibgut ein. Monsieur Treibt, das passt irgendwie schon ganz gut. Und Coral Chetsam, da kann man überhaupt nichts drunter vorstellen. Es ist die Baulady. Wie nennen wir es denn? Construction? Bau? Bautante? Oh, klingt das so abfällig. Construct. Struktur, ja komm. Da fällt mir jetzt nichts ein, aber ihr könnt es gerne in die Kommentare einen Namen reinschauen, wenn euch da was einfällt, wie wir die nennen wollen. Genau, das sind unsere drei Typis. Okay, wir haben alles eingesammelt, das heißt, wir können eigentlich in See stechen. Baumenü schauen wir uns dann auch noch an. Aber erstmal werden wir weiter auf der Karte uns bewegen und gucken, was uns hier für geiler Shit erwartet. Geiler Shit, geiler Shit, geiler Shit. Ich glaube, hier könnte es guten, geilen Shit geben. Ordentlich viel Plastikmüll, den es hier zum Einsammeln gibt. Schauen wir auf die Karte. Genau, da haben wir es auch schon. Dann werden wir gleich mal wieder unseren Radius erhöhen, damit wir möglichst viel mitnehmen. Und ich glaube, einen dritten Spot gab es auch noch. Ah ja, den da draußen erreiche ich gerade nicht, aber den hätte man noch für 22. Okay, sehr schön. Dann springt jetzt mal los in Baywatch-Manier, begebt euch mal von Bord und gönnt euch den Schrott. Guti, dann würde ich sagen, fangen wir mal an zu bauen. Da haben wir unser Baumenü. Wir können was an der Town verändern. Workshop, Water, Food und Boot. Und das ist eigentlich ein sehr schönes, schlichtes, angenehmes Baumenü. Man kann noch weitere Sachen erforschen. Also dabei bleibt es nicht, aber es bleibt bei diesen 5 Punkten hier, glaube ich. Und das ist sehr nett, weil oft gibt es so Spiele, wo man halt ewig lang hier sich durchscrollen muss und eigentlich nicht wirklich weiß, wo was drinnen ist. Das ist hier sehr gut gelöst. Okay, dann fangen wir doch mal an mit einem Lager. So ein Lager braucht man immer. Plastikrecycler auch gut. Oh, weißt du was? Ich habe eine noch bessere Idee. Ich werde einfach mal hier hinten. Da kann man nämlich an der Schiffsschraube kann man nicht anbauen. Aber ich werde einfach mal so weit nach hinten gehen wie irgendwie möglich. Und werde da ein bisschen so die größeren Sachen anbauen, wenn das geht. Dann werden wir einen Plastik-Walkway bauen, so einen Runway für unsere Models. Den werde ich mal da entlang zimmern. Ein zusätzliches Lager kann auch nicht schaden. Können wir immer, immer, immer gut gebrauchen. Brauche ich vielleicht so entlang, damit es anschließt an den Weg. Dann kann ich nämlich da die ganzen Lager entlang zimmern. Und dann werden wir einfach noch einen Weg bauen. Ein bisschen Abstand. Und dann werde ich da die Trockner reinballern. Auch hier schauen, dass ich einen schönen Abstand habe. So, ja, sehr schön. Passt, 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 passt. Und da konstruieren sie. Speed kann ich auch erhöhen.
machen wir das mal. Wir sind eh schon bei 100 Lagerkapazität. Das heißt, wir können im Moment gar nichts anderes machen. Gar nichts anderes aufnehmen. Das heißt, ja, sehr brav, genau, jetzt arbeiten sie mal daran. Gut, der Plastik-Recycler ist fertig und da kann ich jetzt einstellen, automatisch den ganzen Plastik-Shit, den wir hier haben, diese 87 Plastikmüll, die müssen wir loswerden und die können wir dann holen und hier reinballern und daraus wird dann Floater gemacht und Floater brauchen wir, um diese Sachen da zum Beispiel zu bauen, diese Stege etc. Das sehen wir da schon, es sieht schon auf jeden Fall viel besser aus. Lagerkapazität kriegt sich wieder langsam ein. Trockengestell ist noch am Bauen. Trockengestell hilft uns einfach, wenn wir Holz sammeln, nasses Holz, dann können wir daraus trockenes Holz machen. Okay, so das könnte man auch noch machen, aber okay, die sind eh noch nicht fertig. Die sind eh noch mitten dabei, Sachen zu holen. Da gibt es zum Beispiel Holz, sogar getrocknetes Holz. Muss ich aber erst hinfahren, das ist noch außerhalb von unserem Radius. Und ich hätte mal gedacht, dass ich auf die eine Seite da die ganzen Konstruktion hinmache und auf die andere Seite vom Boot dann nahrungstechnisch mich in die Richtung hinbaue, dass ich da die ganzen Nahrungssachen mache. Damit einfach ein bisschen Ordnung auf dem Boot herrscht, auf der USS Valvoria. Ich werde einfach mal schnell vorlaufen lassen, während die da herumsausen. Man sieht auch neben dem Icon, also neben ihrem Charakter, was sie gerade machen. Die leert ihr Inventar, das heißt, die paddelt da zurück und haut die Sachen ins Lager und ballert wieder los. Schwimmt wieder, nimmt alle Sachen mit, hat eine gewisse Lagerkapazität. Hat zum Beispiel jetzt gerade 5 Treibgut im Inventar, das ballert sie da rein. Und dann gibt es wieder jemanden, der holt das Treibgut ab. Und bringt es in diesen Plastik-Recycler rein. Fisch ist auch gerade unterwegs. Und sie baut gerade. Klatsch, klatsch, klatsch. Sehr schön. Da ist schon mal das erste Gestell. Und jetzt haben wir es fertig. Das ist der Trockner. Den können wir im Moment aber ausschalten. Ich denke mal, das spart Energie, aber ganz sicher bin ich mal nicht. Wir brauchen es aber mal im Moment nicht, weil wir kein nasses Holz haben. Gut, die Markers haben wir gesalvaged. Das heißt, da sind wir fertig. Jetzt gibt es ein Level-Up für unsere Leutchen. Für den Monsieur Treib. Da könnte ich zum Beispiel mal Bergung vorantreiben, nachdem er da ja gut und schnell auflevelt. Können wir das gerne machen. Und Constructoria hat auch ein Level Up, dieser Name. Liquids Construction Crafting, machen wir ja. Crafting Liquids braucht man noch nicht so dringend, da haben wir noch 15 von 20. Okay, gut, die sind mal soweit fertig, haben da alles eingesammelt. Dann können wir uns doch irgendwo in diese Richtung begeben. Ich glaube, das ist das, was wir von der Ferne gesehen haben. Auf jeden Fall mal den Radius erhöhen. Genau, und dieser Polluted Wood, da kann ich draufklicken und sagen, er soll es bergen. Und da kann ich nochmal sagen, wie viele Leute das machen sollen. Reicht einer? Machen wir mal einen. Dann wird einer sich hier um kümmern, der andere um das Geschichtel da und dann haben wir noch einen dritten, der wird sich das hier nochmal zu Gemüte führen und dann schauen wir mal, ob wir noch auf irgendetwas Zugriff haben in der Nähe.
Okay, eine Siedlung. Cool, cool, cool. Soll wohl auch Leute geben, die man finden kann. Das wäre auch irgendwie ganz nice. Okay, Plastik Recycler, Trockengestell, das haben wir erstmal. Kleines Lager, genau, ich werde nochmal ein Lager bauen. Sicher ist sicher. Werden wir auf jeden Fall brauchen. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, ich habe völlig vergessen oder aus den Augen verloren, wie lang die Aufnahme schon ist, nachdem ich ein Intro noch vorne dran schneiden werde und dann noch die Charaktererstellung irgendwie featuren möchte, die wir am Anfang gemacht haben. Das heißt, es kann gut sein, dass wir eigentlich schon wieder über die Zeit sind. Und dann würde ich lieber einen Cut machen an der Stelle. Schauen wir denen noch ein bisschen zu. Und dann werde ich einen Cut machen für die erste Folge. Hallo! Hallo! Konstruktoria, die konstruiert, das ist sehr brav. Monsieur Treib, der sucht nach Treibgut, auch gut. Und Fischi ist da und nimmt das trockene Holz mit. Okay. Mitten durchs Wasser. Getrocknetes Holz. Na dann. GG. Und hier gibt es übrigens noch eine Drifter's Duty. Das heißt, hier kann man einstellen, so Rimworld-mäßig kommt mir das vor, inwiefern die Dinge vorantreiben, inwiefern die da irgendwie ja, Sachen lernen oder so. Keine Ahnung, wie genau das funktioniert. Also wenn ich da was reingebe, dann macht Konstruktoria besonders viel Crafting wahrscheinlich. Ich weiß aber nicht, was dieser Pfeil nach unten bedeutet, oder? Ach, das ist das Herz wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das Herz einfach. Und man sieht dann, je nachdem, wie gut sie das halt können, dass man dann quasi so ein bisschen Prioritäten vergibt. Im Moment macht halt so jeder alles. Und man kann das halt dann so ein bisschen in eine gewisse Richtung lenken, wenn man sagt, ey, es macht vielleicht mehr Sinn, dass derjenige dies und das macht. Na okay, cool, cool, cool. Dann haben wir das auch noch gesehen. Guti, liebe Leute, dann war es das mit Folge 1 von Flotsam. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann würde ich sagen, danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder in Folge 2 gemeinsam, wenn wir unser Schiffchen weiter ausbauen und weitere Locations kennenlernen. Bis dann, liebe Leute. Ciao.